In diesem Video zeigen wir dir, wie du in deinem Ofen richtig Feuer machst. Als erstes öffnest du Primär- und Sekundärluftregler zu 100%. Deine Holzscheite sollten etwa 6 cm dick sein und 2 bis 3 cm auseinander liegen. Die Länge der Scheite und das maximale Gewicht des Holzes ist ofenabhängig. Ideal ist eine Holzfeuchtigkeit von maximal 15%. Zum Anzünden werden 2 bis 3 Anzünder verwendet. Darüber 8 Anzündhölzer wie gezeigt stapeln. Nach 15 bis 20 Minuten wird die Primärluftzufuhr gedrosselt. Der Sekundärluftregler regelt die Flammengröße. Er soll 30 bis 100% geöffnet sein, sodass keine Rußspitzen entstehen. Der Primärluftregler soll zwischen 25 und 0% geöffnet sein, sodass die Brenndauer 45 Minuten beträgt. Beim Nachlegen darf keine Flamme mehr zu sehen sein. Das Holz entzündet sich nur durch die Glut. In ausgeschaltetem Zustand muss die Asche abgekühlt und beide Luftregler vollständig geschlossen sein. Nach jedem Gebrauch muss die Asche entfernt werden. Einmal im Jahr den gesamten Ofen mit einer Bürste von Rußresten befreien. Du hast noch Fragen? Dann schau doch einfach mal in die Gebrauchsanweisung oder frage deinen Schornsteinfeger oder Händler. Auch auf unserer Website findest du Hilfe. Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim Heizen.